So, heute war ein etwas schwieriger Tag in dem Sinne mit Folieren bei dem Golf 7. Wir haben zu dritt die Seite aufgezogen. Warum schwierig? Ja, weil wir sind wie immer, ne? So ein bisschen lala. Wir wollen alles so möglich wie möglich aus einem Stück. Und wenn man da Verbreitung von mehr als 20 cm hat, das Ganze in einem Stück zu kleben, da quält man sich mal ein bisschen. Ne? Schaut mal. Guck mal hier. Und das alles, das Ganze geht dann in einem Stück. Den Kotflügel kleben wir morgen auch aus einem Stück. Der ist genauso breit. Aber das hier sieht schon geil aus, ne? Guck mal hier. Alter, Rakete. Ganz klar, wie bei Artega arbeiten wir oder können wir nicht wirklich vernünftig sauber arbeiten, weil das ist alles selbst gemacht, einzelproduziert, also produziert. Da sind fette Spalten, nicht geschliffene Teile. Da sind irgendwo Silikon und keine Ahnung was für Dichtungen. Aber es muss auch nicht perfekt sein. Das ist wirklich eine rein Rennmaschine. Wir wollen natürlich, dass es so gut wie möglich aussieht. Aber es gibt einfach nicht immer her, weil das hat jemand irgendwie einzelstückmäßig zusammengeschraubt. Ja? Und dann entstehen halt solche Dinge, weil du kannst es nicht abbauen, du kannst ja nichts machen. Entstehen zum Beispiel solche Spalten. Ne? So, man sieht es ein bisschen weiß, ne? Weil mehr geht da nicht rein. Wenn das irgendein Privatfahrzeug wäre oder so, wir hätten da vielleicht nochmal eine schwarze Silikonschicht reingelegt, ne? Um das sauber zu kriegen. Aber bei dem Wagen, Junge, der ballert da eine ganze Saison durch. Am Ende ist er sowieso weggeschmissen. Ich sag mal so, das ist schon viel zu viel dafür eigentlich. Ne? Aber ne, es will einfach nur geil aussehen und davon wird er noch einen Tick schneller, glaub mir, von dieser Folie.